Ja, grüßt euch, ich bin's, der Björn, und heute möchte ich euch in diesem Video meine Bienengarnelen einmal vorstellen, wie ich sie halte, wie man sie halten sollte und worauf man alles zu achten hat, um ihnen ein schönes Leben zu, ja, gewähren. Viel Spaß dabei, bis gleich. Ja, und hier sind sie nun, meine Bienengarnelen Crystal Red 2. Wie auch schon erwähnt, nennt man sie auch Caridina Logemani. Und das kommt daher von den Logemann-Brüdern und aus dem Garnelenhaus. Und ja, meine heutige Vorstellung von diesen Tieren möchte ich denn auch hauptsächlich von dieser Webseite aus nutzen, weil ich sehr davon überzeugt bin, dass diese Brüder eine Menge dafür getan haben, damit diese Tiere hier in Europa, ja, Fuß fassen und auch ein schönes Leben in Aquarien haben können. Genau, der Ursprung von dieser Bienengarnele, diese Wildform, kommt halt aus Asien in der Nähe von Hongkong, und sie waren dort damals eher schwarz und dunkelbraun gefärbt und ja, auch mit weißen Pigmentanteilen. Und dann gab es halt den einen bekannten Bienenzüchter, ich den Namen jetzt hoffentlich richtig ausspreche, Hisayasu Suzuki. Dieser entdeckte ein erstes rotes Tier 1991 unter seinen Tausenden von wildfarmenden Bienengarnelen. Ja, und in dieser langen Zeit sind halt natürlich jetzt mehrere Zuchtformen entstanden, und die rot-weißen haben sich hier in Europa aller Beliebtheit durchgesetzt. Genau. Die Bienengarnelen sind eher also nicht was für Anfänger, sondern schon doch für Fortgeschrittene. Und jetzt hier kann man auch sehr gut sehen, dort hinten eine kleine Bienengarnele von meinem Stamm. Ein Jungtier, eine Junggarnele. Ja, und ich halte sie hier, wie zu sehen, bei 24 Grad. Und da wollen wir doch dann jetzt gleich mal auch einsteigen zu den Eckwerten. Die Temperatur soll so zwischen 16 bis 29 Grad liegen. Optimal sind 18 bis 25 Grad. Ja, die Logemann-Brüder haben selbst gesagt, zwischen 20 bis 25 Grad ist sehr, sehr gut. Ich halte sie hier immer so zwischen 24 bis 26 Grad, je nachdem. Und ja, sie fühlt sich hier pudelwohl. Sie sind auf jeden Fall eher Weichwassertiere, und deshalb, weil auch das Habitat näher Hongkong auch eben eher weich ist, und zwar Mikrosiemen zwischen 30 bis 45 Grad mal hat, also wirklich extrem weich. Und deshalb empfiehlt man auch so eine Gesamthärte zwischen, ja, 4 bis 20 wird angegeben auf der Webseite, und Carbonathärte von 0 bis 6. Allerdings bin ich hier auch der Auffassung, dass man schon das Habitat so nah wie möglich erreichen sollte, und deswegen fahre ich hier bei einer Gesamthärte von 5 bis 6 und einer Carbonathärte tatsächlich von 0 bis maximal 1. pH-Wert soll so zwischen 6 bis 7,5 liegen. Bei mir liegt es hier zwischen 6,8 und 7 immer durch meine Osmoseanlage, weil ich hier 100% Osmosewasser halt tatsächlich auch benutze, um halt dann mit GH Plus einfach aufzuhärten. Die Aquariumgröße sollte so ab 20 Liter sein. Bei mir sind sie hier bei 34 Liter, ja, und im Prinzip in Einzelhaltung, also ohne Vergesellschaftung. Allerdings lassen sie sich ganz gut vergesellschaften.
jetzt hier gerade mal das Spektakel zu sehen bei Paarungsschwimmen. Ja, da schwimmen sie hier ganz wild hin und her. Das ist immer ein schön anzusehendes Highlight. Ich habe es jetzt das dritte Mal erlebt in dem ersten Jahr und auch schon dreimal Nachwuchs bekommen. Ja, zum Nachwuchs. Sie brauchen da sehr gute Wasserqualität, auch die passenden Wasserwerte sind halt der Fortpflanzungstyp ist der spezialisierte und das heißt, dass sie werden schon vollständige entwickelte Junge entlassen. Die Tragezeit beträgt ca. 4 bis 6 Wochen, je nachdem wie die Temperatur ist. Und es kommen so zwischen 25 bis 40 Jungtiere raus. Ich hatte bisher immer nur so um die 15 bis 20 gezählt. So, und der Zyklus soll alle 4 bis 6 Wochen sein. Bei mir war er jetzt hier dreimal in einem Jahr. Also auch da ist es nicht immer alles so festgemeißelt. Ja, die Bienengarnelen können bis zu 3 cm groß werden, in Ausnahmefällen auch bis zu 4. Und wären so zwischen 1,5 bis 2 Jahre alt. Ja, dazu kann ich jetzt hier bei mir noch nicht viel sagen. Sie sind jetzt alle ein Jahr alt und ja, noch keine Toten entdeckt. Ja, die Bienengarnelen sollte man ab einer Gruppenhaltung von mindestens 5 aufwärts halten. Ich persönlich fing hier mit 10 an und habe jetzt hier einen Stamm von 30. Ja, die Bienengarnelen sind definitiv Aufwuchsfresser und Resteverwerter. Sie sind also Allesfresser und ernähren sich eigentlich hauptsächlich nur vom Aufwuchs im Aquarium. Deshalb ist auch ein gut eingefahrenes Aquarium von größter Wichtigkeit. Ja, sie essen natürlich auch Frostfutter wie Artemia, Mückenlarven, Zyklops etc. Allerdings zufüttern tue ich sie hier einmal die Woche mit normalen Garnelenfutter, auch von Garnelenhaus. Und wenn ich Junggarnelen habe, dann das Babyschrimp von Garnelenhaus sehr zu empfehlen. Damit kommen sie alle super zurecht und fühlen sich auch sehr wohl damit. Ja, ich persönlich halte sie ja in einem Artenbecken, also Einzelhaltung, und komme damit super zurecht. Und ja, eine Vergesellschaftung mit anderen friedlichen Fischen, die ihnen nicht nachstellen und die Wasserwerte, wo die Wasserwerte auch passen, dagegen ist nichts einzuwenden. Jedoch habe ich mich denn doch dagegen entschieden, weil ich doch wirklich ja, eben das Artenbecken bevorzuge. Ja, und nun, wenn ich sie hier jeden Tag so beobachte, so wie jetzt hier gerade, und sie dann die Oberflächen so abgrasen und immer nur am Ackern sind, das ist schon eine feine Sache. Und ich habe damit viel Freude. Ja, ich mache hier einen wöchentlichen 50%igen Wasserwechsel. Tatsächlich wirklich mit reinem Osmosewasser. Salze, wie gesagt, schon vorhin erwähnt, immer mit GH+ auf. So dass ich halt die perfekten Wasserwerte immer habe. Ja, und das war es auch jetzt denn heute mit meiner kleinen Bienengarnelenvorstellung. Und ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen ja, zu animieren, diese Tiere auch halten zu wollen. Bedanke mich, wünsche euch heute noch einen schönen Sonntag. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und dann, wenn ihr möchtet, sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Ciao.